setzen musste, war es dieser. Bevor Sie sich stellen, Herr Marshall, würde es Ihnen da etwas ausmachen, uns alles zu erzählen, was passiert ist? Sieht so aus, als würde ich heute kein Steak zum Mittagessen bekommen. Tja, dann reden wir mal. Docs Prozess. Irgendwie war mit diesem Prozess von Anfang an etwas faul. Mit dieser Meinung war ich nicht alleine. Alle Inspektoren dachten das. Etwas war faul? Wieso das? Einige der berichteten Fakten passten nicht zu den Beweisen, die wir fanden. Zum Beispiel die Mordwaffe. Die Mordwaffe? Sie meinen das Springmesser mit der abgebrochenen Spitze? Es gehörte Joe Dark, das stimmt. Aber aus dem ersten Autopsiebericht ergab sich eine Frage. Eine Frage? Die Klinge des Messers passte nicht hundertprozentig zu der Verletzung des Opfers. Oh Gott. Was hast du bedeuten? Das heißt, es bestand die Möglichkeit, dass das Messer nicht die Mordwaffe war. Aber aus dem schließlich eingereichten Bericht wurde diese Möglichkeit entfernt. Wurden die Fakten durch falsche Beweise verschleiert? Dieser Fall hat seinen Namen an uns allen hinterlassen. Die Namen, die der Fall SL9 hinterlassen hat. Ja, Ankläger Marshall. Ich habe das Aussehen, er den Verstand. Er war einer der besten Staatsanwälte hier. Ich war gerade zum Inspektor befördert worden, als es geschah. Es war unser erster gemeinsamer Fall. Wie alt war er, Ihr Bruder? Er war damals 27. Ihm wurden an diesem Tag die höchsten Ehren zuteil. Die höchsten Ehren? Sie meinen doch nicht König der Staatsanwälte. Nicht der schon wieder. Warum sehen Sie mich so an? Das ist eine Ehre für einen Staatsanwalt. Herr Marshall muss seinem Bruder wirklich nahe gestanden haben. Der Tag, an dem sich der Fall SL9 ereignete, war doch nicht etwa derselbe Tag, an dem... Stimmt, genau. Er war der Tag des Beweismitteltransfers. Interessant. Es nieselte an diesem Morgen und als die Nacht anbrach, gab es Donner. Ich kann nicht glauben, dass schon 2 Jahre vergangen sind. Ich habe versucht, die Beweise zu stehlen, damit der Fall nicht begraben wird. Offensichtlich hat jemand versucht, sie aufzuhalten. Inspektor Goodman wurde ermordet und der Schrank mit den Beweisen war leer. Tja, Narben. Bei diesem Fall spielte sich einiges hinter den Kulissen ab. Das erfuhren wir später. Jeder an den Ermittlungen beteiligte Inspektor außer einem bekam etwas ab. Frau Starr wurde entlassen und ich in ein winziges Kämmerlein verbannt. Was war mit Inspektor Goodman? Wenn mit ihm auch etwas passiert wäre, hätten die Direktoren Verdacht geschöpft. Nein, sie waren vorsichtig genug, es nicht zu auffällig zu machen. Sie? Von wem sprechen Sie? Reg dich nicht auf, Bambine. Ich meine Damon Gant und Lana Sky. Gant und Sky. Oberinspektor Damon Gant und seine Stellvertreterin Lana Sky. Es gab niemanden bei der Polizei, der nicht von diesem Duo gehört hatte. Dieser Fall war für beide der größte Schritt auf der Karriereleiter. Gott, immer mit diesem Calgary Mount reden ist echt ein bisschen schwierig. Nach Abschluss des Falls wurde Lana ins Büro des Staatsanwalts versetzt, oder? Ja, Damon Gant, der neue Polizeichef, hatte das so eingefädelt. Nachdem sie wegging, war sie nie wieder dieselbe. Jeder, der sie kannte, war dieser Meinung. Generalstaatsanwalt Sky war ganz anders, als sie noch Inspektorin war. Jetzt, wo er es sagt, Emma hat doch auch so etwas erwähnt. Sagen Sie mir, was ist mit meiner Schwester passiert? Sorry, Bambina, aber ihr Geheimnis wird zu gut behütet. Ich habe es nie herausgefunden.
Lanas Geheimnis. Alles begann vor 2 Jahren. Ja, ich will auch was trinken. Nein, gleich. Was haben sie also gehört? Das ist meine Geschichte. Hat sie Ihnen gefallen, Amigo? Zumindest erklärt sie einiges. Heute vor Gericht habe ich eins mit Sicherheit feststellen können. Dieser Junge, Ashworth, ist nicht mein Freund. Mein Feind. Er war derjenige, der manipulierte Beweise benutzt hat, um einen Schuldspruch zu erwirken. Aber jemand anders hat ihm die Beweise gegeben und alles geplant. Dieser jemand ist Damon Gant. Sie glauben mir nicht? Verständlich. Morgen bin ich nicht mal mehr Streifenpolizist. What the hell? Was hat er denn den... Hä? Was hat er denn jetzt einfach weggekickt? Den Deckel. Nur schade, dass ich nicht mehr da sein werde, um mit dir zusammenzuarbeiten. Wenn du eine richtige wissenschaftliche Ermittlerin geworden bist. Adios, Bambine. Mhm. Gut. La 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 la. Wo muss ich denn jetzt hin, verfickte Scheiße? Tiefgarage, dann halt. 24. Februar. Büro der Staatsanwaltschaft. Tiefgarage. Heute ist niemand hier. Nicht mal fast da. Alle befassen sich wohl gerade damit, was im Beweisraum genau vorgefallen ist. Dort müssen die Inspektoren sein. Aber wir haben doch heute im Gericht bewiesen, dass keiner um 17.15 Uhr am Tag des Verbrechens im Beweisraum getötet wurde. Ja, ich dachte, wir würden in dem Fall endlich etwas vorankommen. Stattdessen sieht es so aus, als würden wir Lanas Schuld noch weiter untermauern. War das gerade auch Phoenix oder war das Emma? Ich habe echt keine Ahnung. Ab und zu lese ich den Namen nicht und dann rede ich einfach so weiter, wie ich halt Bock habe. Also tut mir es leid, weil ich das ab und zu mal falsch mache. Halte durch, Lana. Bis morgen muss ich alle Antworten gefunden haben. Stimmt. Stimmt. Büro des Staatsanwalts. 24. Februar. Büro des Staatsanwalts. Der Staatsanwaltschaft. Zimmer 1202. Oder 1202. Herr Edwards ist nicht hier. Vielleicht wird er von einem Untersuchungsausschuss verhört. Er musste heute im Gericht ganz schön Prügel einstecken. Ja, als Lana zugegeben hat, dass sie vor 2 Jahren Beweise manipuliert hat. Ich glaube, wir sollten einfach später wiederkommen. Okay, dann müssen wir, weiß ich nicht, wieder ins Polizeirevier? Ich habe echt keine Ahnung. Ich vermute es aber mal. Vielleicht ist ja jetzt Gumshoe da. Sieht so aus. 24. Februar. Polizeirevier. Kriminalabteilung. Hier ist ja nie viel los. Aber heute ist hier keine Menschenseele. Das heißt, dass alle fleißig Verbrechen aufklären. Ach, wenn sie nach dem anderen suchen. Die sind alle im Konferenzzimmer. Danke. Wow, er hat tatsächlich mit uns gesprochen. Nachdem der Polizeichef Lanas Tat bekannt gab und entschieden wurde, was aus Hedges wird, ganz zu schweigen von unserer Presseerklärung und dem morgigen Prozess, herrscht ein Chaos, als wären morgen Weihnachten und Ostern. Ich glaube, in diesem Zusammenhang spricht man eher von Festen. Wir würden uns gerne mal im Büro von Polizeichef Gant umsehen. Gehen Sie einfach über den Flur in das andere Gebäude und dann ins oberste Geschoss. Wirklich? Sie meinen, wir dürfen dort hineingehen? Ich meine, wir sind doch keine Polizeibeamten oder so. Hey, du hast recht. Ihr könnt da nicht reingehen. Der Zutritt ist verboten. Jetzt weiß ich, woher Inspektor Gumshoe seinen einmaligen Charme besitzt. Das hat sich beim Chef abgeguckt. Wie geil ist das denn bitte? Ja. Ja, gehen Sie ruhig dahin. Oh, Moment. Nein, warte. Nun, worauf warten wir noch? Ab ins Büro des Polizeichefs. Tja. Fail, Kollege. Fail. So, wo haben wir es denn? Büro des Polizeichefs. Ich muss mal Büro sagen üben. Büro. Es geht doch. Hä? Das soll ein Büro sein?
Das sieht eher aus wie eine...